Ja, woher bekommen die denn alle? Das kann doch gar nicht sein. Ja, irgendwie, Sam. Ich versuche hier irgendwie. Da ist alles. Nee, ich gehe weg. Ich habe Angst. Okay. Mag nicht mehr. Alle böse zu mir. Andere Musik. So, jetzt bin ich hier oben. Da oben, da ist gerade frisch einer oder das ist der rumbackt. Nee, das ist der rumbackt. Aber bei dir irgendwo muss auch noch was sein, weil die kommt von da immer wieder hergelaufen. Pass mal auf. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier schon anfangen muss abzubauen, obwohl wir da hinten ja noch genug abbauen müssen. Da stehen jetzt sogar zwei Stück. Da mache ich mich jetzt auf den Weg dahin. Komisch, ne? Auf so einem Stück. Warte, hier hinten ist auch noch. So. Da habe ich ein bisschen, weil ich glaube, das müssen wir echt als erstes machen. Sonst kriegen wir ja gar keine Ruhe da. Mhm. So, pass auf. Siehst du? Ich glaube schon besser, ne? Wunderbar, jetzt sehe ich es auch. Na? Toll. Super. Hau sie doch gleich zu mir. Ja, mache ich ja schon. Echt, ey. Gott sei Dank. XP. Ach, ich kann gar nicht aufsammeln, weil ich muss mich jetzt erstmal hier vom Inventar her entledigen. Also, nochmal eben für die Zuschauer. Wir müssen jetzt hier gleich jede Menge abbauen. Und alles, was abgebaut wird, also egal, was ich abbaue, was Kitty abbaut, das kommt alles ins Gemeinschaftslager rein. Alles. So, pass auf. Ich stelle jetzt erstmal Kisten auf und die tue ich am besten hier hin. Hier ist es sicher, soweit. Aber da kann ich nicht alle aufstellen. Doch, klar, ich kann es übereinander machen. Geh mal ein Stück zurück. Gehst mal ein Stück zurück. Danke. Und, so, pass auf. Hier in den beiden Kisten, ne? Da können wir nachher Sachen reintun, die wir alle abbauen, ne? Und in diese Kiste packe ich jetzt Baumaterial rein. Damit kann... Nee. Das ist kein Baumaterial. Weg ich damit. Ich aber nicht. Los, weg damit. Husch, husch. Mann. Raus jetzt. Ist doch. Damit bauen wir nachher. Aber dazu kommen wir nachher. So, pass auf. Warte mal. Die Erde lege ich mal da ab. Ich habe aber ein Stack Erde dabei. Okay. So, pass auf. Jetzt geht die Planung los. Und zwar... Ich stelle mich einfach mal dekorativ irgendwo hin. Oh ja. Ganz dekorativ. Ach, das ist... Ich überlege gerade... Das war der Probegang, den ich runtergemacht hatte, ne? Kann sein, ja. Genau, ich muss mal eben kurz was... alles klar. Ach ja... Ja gut, der verschwindet hinterher sowieso. Pass auf, jetzt muss ich mal eben ganz kurz was gucken. Von hier haben wir unseren Eingangsbereich. Das bedeutet, wir können am besten die Maschinerie in diese Richtung bauen. Hast du mich gerade gesehen, wie ich gezeigt hatte? Ja. Hier hinten hin. Dann können wir hier rausgehen, gehen da hinten rum. Das heißt, hier können wir hinterher auch alles abbauen. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar setze ich jetzt Markierungen. 1, 2, 3. Dann ist hier 4. So. 1, 2, 3. Gut. 1, 2, 3. 4 wäre hier. 1, 2, 3, 4. Gut. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 Abstand. Ja, ist richtig. Genau. Wie gesagt, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil in der Planung, wenn da ein Fehler ist, dann ist alles umsonst. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Abstand. 4, 5, 6, 7, 7 mal 7 Innenmaß. Super, haben wir. So, pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Eins, zwei, drei, vier,
5. 6. Aua. 1, 2, 3, 4, 5 Deckenhöhe. Und so geht's rüber. Super. Das haben wir. Gut. Pass mal auf, Frau von Kitty. Ich passe. Wir könnten jetzt das schon mal so weit bauen. Guck mal hier. Ich gucke. Bin da. Aber ich weiß nicht so wirklich, was du bauen willst. Ja, deswegen erkläre ich es jetzt. Hier müssen wir hinterher auch noch den rausgraben. Ne? Ja. Also unter dem Spawner bleibt ein frei und darunter kommt auch Fußboden aus dem hier. Ne? Aber das machen wir jetzt noch nicht, damit wir hier oben super bauen können. Wir machen jetzt hier zu. Das heißt, ne, nach hier hin kommen Wände jetzt rein. So wie im Quadrat so gesehen, ne? Mhm. Und das ist die fertige Höhe und das, was ich hier gebaut habe, das ist die Decke, die wir dann hier bauen, weißt du? Wie so ein komplettes Quadrat. Und da könntest du jetzt mit anfangen und das wir hier jetzt wegnehmen, was im Weg ist und das dann bauen. Ja. Ne? Und nach unten vom Fußboden her machen wir hinterher weiter. So können wir hier jetzt noch super bauen. Genau. Ach, hör mal. Bitte? Hast du gar keine Fackel? Nein. Hier, warte. Weil wenn du da oben drauf bist, ne, dann solltest du da wenigstens mal in einem gewissen Abstand ab und an mal eine Fackel aufstellen. Gibst du mir jetzt jede einzeln? Bitteschön. Ne, dass da oben drauf nichts spawnt. So, das heißt, hier müssen wir jetzt auch abbauen. Also, jetzt wird hier fleißig gebaut. Deswegen war es ja auch so wichtig, dass wir hunderte von Themen vorbereitet haben. Ja. Alter! Ich habe gehört, du hast vorbereitet, ne? Ich habe gerade wieder den Bug mit der Steuerung gehabt, dass meine Figur hier von alleine seitwärts gelaufen ist. So. Da haben wir noch ein bisschen Holz. Ja, das ist echt geil, dass du alles vorbereitet hast. Ich habe ja gesagt, okay, ich verlasse mich da völlig auf dich. Ja. So, ich sammle mal hier gut, unten. Gut, dass ich davon nichts wusste. Das kostbare Baumaterial ein. Ja, das hatten wir ja so besprochen gehabt. Deswegen wusstest du ja von allem. Nee. Okay, so pass auf. Hatten wir so gar nicht. Dann fange ich hier jetzt schon mal an. Oh, da liegen kostbare Doppelstufen unten. Aufsammeln. Die dürfen wir nicht verschwenden. Okay. Oh, hört sich nicht gut an. Da liegt jetzt noch eine. Oh, hab ich gerade verbaut. Die müssen wir aufheben. Wo sind sie denn? Kannst du die aufheben selbst? Nee, gerade nicht, aber ich will gleich runter. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo. Ich suche jetzt gerade hier in der Ecke, die schon fertig ist. Da irgendwo müssten die liegen. Hier. In dem Bereich. Ja, sehe ich nicht. Ach, ganz runter in den Abgrund. Eieieiei. So, pass auf, wir machen jetzt ein neues Spiel. Ab jetzt wird sich nicht mehr verbaut. Das ist ein geiles Spiel, oder? Vor allen Dingen, weil die Stufen sich ja von alleine auch eine Etage tiefer setzen. Ja. Das ist eine super Idee. Klappt doch gut alles hier. Also. Genial. Und was da ein Material drauf geht. Vor allen Dingen, wie viel wir hier jetzt gerade verbauen, weil man, ne, man muss. Oh, ich dachte schon. weil man muss ja überlegen, dass wir ja pro ganzen Block zwei Bausteine setzen müssen. Kannst du mir vielleicht mal eine Treppe runterbauen, bitte? Ich habe keine Blöcke mehr. Wie? Verbauen. Hast du keine Spitzhacke? Ich will euch jetzt nicht die Dings wieder abreißen. Hier, bau doch. Dann kriege ich doch Ärger von dir. Ja, kannst doch hier rüber hoch, an der Seite. Ach, Quatsch. Frau Kitty? Ach Gott. Au, oh, da muss noch abgebaut werden, da war ich. So.
Alter, geht da ein Materialball drauf. Aber das ist geil, dass wir es zu zweit machen, weil ganz ehrlich, das ziehen wir jetzt durch hier. Ist natürlich ziemlich viel Bauerei, aber da ziehen wir jetzt durch. Aber der Vorteil ist, da wir das zu zweit machen, geht das dementsprechend ja auch schneller. Wie gesagt, ich habe diese XP-Maschine mal auf dem Minecraft-Server in Grafsburg gebaut, im Kreativmodus. Und ich bin ja ehrlich, ich hatte die jetzt nochmal gebaut im Inselparadies, in der Survival-Welt bei mir, um mich hier so ein bisschen drauf vorzubereiten, damit ich nochmal weiß, ja, wie die gebaut wird, die XP-Maschine. Und ja, ich muss sagen, funzionuckelt alles top. Und daher weiß ich, wie viel hier zu bauen ist, weil ich es halt jetzt gemacht hatte noch. Aua. Ja, Alter, jetzt sterb doch mal. Der kam im Übrigen hier aus diesem Gang raus. Ja? Mhm. Naja. Naja, gut. Weil ich habe keine Fackel mehr. Okay, pass auf. Ich, da ist zu, dann setze ich hier weiter an. Sollen wir denn jetzt schon mit irgendwelchen Themen anfangen, die du vorbereitet hattest, für die ganzen Baufolgen, die jetzt kommen werden? Versuchst du gerade mir jetzt irgendwie einzureden, dass ich was vergessen habe? Ja, ich versuche dir die Schuld zuzuschieben, ist doch ganz klar, um von mir abzulenken, ne? Ja, ich merke das schon. Ja, aber das ist doch, das mache ich doch immer so, das ist doch nichts Neues. Ja, funktioniert nur leider nicht. Oh, das nee, nicht an derselben Stelle. Mit dem Verbauen, Mister? Ja, nicht an derselben Stelle bauen. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Halt, lass denn die Tür offen. Ah, lass den. Weil ich baue jetzt eine auf. Nicht jetzt auch dran reißen. So, das ist unser Zugang hier. Okay, so, pass auf. Jetzt müssen wir hier den, pass auf, während wir hier so rumbauen. Es wird ja gleich ein bisschen dunkler. Zack. So, machen wir mal so. Jetzt müssen wir hier den Boden rausreißen. Und zwar zwei Stück. Zwei tief. Ich komm. Oh, nee, nein, nicht du, an der... Du stichst mich im Weg. So. Okay. Wir bauen übrigens völlig massiv. Das heißt, wir bauen auch die Wände hier unten drunter. Komplett massiv. Das hat was auch damit zu tun, wenn man irgendwann später mal hier in dieser Höhle mal was abbaut und man auf diesen Stein hier trifft, dann weiß man, stopp, halt. Hier nicht mehr weiter. So. Ich dachte, die Höhle hast du mittlerweile schon auswendig erkundet. Ja, sicher, klar. Jeden Quadratmillimeter hier. So. Wie hieß nochmal diese Mod, wo man sich... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Diamanten und so einen Kack anzeigen lassen kann. Weil ich mit denen ja, vorher kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ne? Ich rede nicht über Mods. Ich sitz neu. Dass ich im Let's Play nicht darüber rede. Aber man muss das mal machen. So. Okay, ah, kacke, aber das Eisen holen wir uns noch eben hier. Alles fürs Gemeinschaftslager. Das hier verfülle ich aber jetzt gleich sofort wieder. Habe ich, ja, muss ich ja haben. Da ist Cobblestone. Alter, was habe ich denn jetzt gemacht? Hallo. So, jetzt. Okay. So, wo bin ich? In Minecraft. Wie immer noch? Sind wir immer noch nicht fertig mit der Maschine? Nein. Alter, was geht denn hier ab? Also nur weil wir mit der Maschine fertig sind, bist du ja dann nicht außerhalb von Minecraft. Wie, ehrlich nicht? Nein. Ich muss mit Scotty reden. Ich habe gesagt, der soll mich wegbeamen. Mein Gott, der Scotty, der ist alt und senil, ey. Meine Fresse. Ich habe keine Dings mehr. Ja, ist in der Kiste noch? Ja, ja. Ja, das... Nicht mehr viel, aber... Das geht weg wie warme Semmel hier. Und das ist ja erstmal nur... Der ganz kleine Pipi-Pups, den wir hier gerade machen. Ja. Weißt du was? Was denn? Du hast ja noch, ne? Du kannst ja dann anschließend hier den Boden reinlegen, aber lass das hier noch offen für mich. Ich mach das hier mal eben wieder zu. Auf. Nee, brauche ich nicht. Welcher Höhe hier oder ist alles noch hohl. Ein tiefer? Warte, ich komm. Nee, draufbauen einfach.
Ja, doppelt, ne? Genau. Ja, so, ich helfe mit. Das ist mir schon klar. Weil da unten, das kann bleiben. Da ist alles voll mit Höhlen und Gängen und da brauche ich nicht wieder zubauen. Pfusch am Bau? Nee. So, jetzt muss ich aber hier. Aber da ist ja alles ausgeleuchtet. Das ist nämlich ganz wichtig. Oh ja, dann. Jetzt habe ich eine einzelne. Blödes Maß. So, die ist drin. So, pass auf. Jetzt ist hier ein drunter, ne? Genau. Da ist jetzt alles klar. Da haben wir aus. So, pass mal auf. Ich muss mal eben was gucken. Wir haben gesagt, wir gehen nach hier hin. Nach da hin. Das heißt. Zack. Dann. Zack, zack. Was ist das denn? Ein Bug? Mir ist gerade ein ganzer Stack weggegangen aus der Hand. Hä? Ich habe einen Stack in der Hand gehabt und der war auf einmal weg. Ach du Scheiße.